Was ist es, das den Menschen glücklich macht? Eine schöne Landschaft? Freundliche Nachbarn? Gutes Wetter? In dieser Wüste aus Steinen, Eis und Wind würde man das Glück sicher nicht vermuten. In einem Land, in dem es keinen richtigen Sommer gibt, in dem monatelang die Dunkelheit regiert. Die Teufelsinsel haben die Einheimischen sie früher genannt. Und ausgerechnet hier sollen die glücklichsten Menschen leben. Ich glaube das nicht. Island an erster Stelle. Dort sind die Menschen am glücklichsten. Dieser Computer gehört dem Organisator der World Database of Happiness in Rotterdam, Ruud Veenhoven. Auf seiner Website präsentiert der Soziologieprofessor eine Studie, in der er das Glück der Menschen ermittelt hat. Das Resultat ist eine Art Hitliste der glücklichsten Nationen und Island steht auf Platz 1. Den Isländern fallen dafür eine Menge guter Gründe ein. Es ist das Wetter und vor allem die Natur. Was schlecht ist in Island? Gar nichts. Es ist das beste und schönste Land der Welt. Wir sind so wenige, wir kennen uns alle. An der Erasmus-Universität erforscht Ruud Veenhoven, was die Menschen glücklich macht. Aber was heißt überhaupt Glück? Glück bedeutet in unserer Studie, inwieweit Menschen Spaß an ihrem Leben haben. Die Glücklichen sind nicht immer himmelhoch jauchzend. Sie sind auch mal traurig. Aber es geht hier um die Bilanz des gesamten Lebens. Vor einigen Jahren stieß der Soziologe auf eine Serie von Umfragen. In 54 Ländern hatte man die Frage gestellt, wo würden Sie sich auf einer Skala von 1, ganz unglücklich, bis 10, ganz glücklich, einordnen? Die Selbsteinschätzungen kombinierte Veenhoven mit der Lebenserwartung in den jeweiligen Ländern. Und so fand er heraus, wo auf der Welt es sich am besten leben lässt. Zumindest statistisch gesehen. Die lebenswerteste Gesellschaft ist die, in der die Leute am längsten und glücklichsten leben. Und das ist messbar. Glück lässt sich mit Hilfe von Umfragen messen. Die Lebensdauer bekommt man über die standesamtlichen Eintragungen heraus. Wenn man diese beiden Daten kombiniert, weiß man, wie viele glückliche Lebensjahre die Menschen in einem Land haben. Ein Resultat dieser Rechnung: Die Karibik, Westindien oder auch Afrika stehen auf Veenhovens Hitliste weit hinter den westlichen Gesellschaften. Nicht nur die niedrige Lebenserwartung spielt dabei eine Rolle, die Menschen schätzen sich selbst auch weniger glücklich ein. Im Reiseführer sehen die Länder so schön aus. Aber was man nicht sieht, sind die Familienverhältnisse, die Unfreiheit, die Armut. Das einförmige Leben. Alles Dinge, die wichtig sind für das Glück der Einwohner. Man sieht, dass die Bulgaren die wenigsten glücklichen Lebensjahre haben, etwa 31. In Mexiko ist es ein bisschen besser. Und was die Qualität der Gesellschaft angeht, schneiden die USA eigentlich am besten ab. Aber hier oben in Island, da leben die Menschen am längsten glücklich. Im Schnitt 62 Jahre. Und auch die Qualität der Gesellschaft ist gut. Doch grau ist alle Theorie. Und Ruud Veenhoven ist in der gleichen Situation wie Immanuel Kant, der niemals gereist ist und die ganze Welt von seinem Schreibtisch aus erklärte. Höchste Zeit, sich selbst vor Ort zu begeben. Zum ersten Mal also kommt Veenhoven in das angeblich lebenswerteste Land. Es regnet und es weht ein kalter Wind. Und so etwas nennt sich hier Sommer. Vom ersten Isländer, den er trifft, will Veenhoven gleich wissen, wie er das aushält. Es ist Hochsommer und der Winter hier ist wohl noch schrecklicher. Wie überleben Sie das?
Nicht so schlimm. Wir haben gute Kleidung. Die Häuser sind beheizt. Und unsere Autos sind gut. Bekommen Sie keine Depressionen? Der Winter ist doch sehr lang. Der kürzeste Tag ist im Dezember. Und da ist es nur 4 Stunden lang hell. Aber jetzt gerade haben wir den längsten Tag. Sonne rund um die Uhr. Das ist ein schöner Ersatz. Was man im Winter nicht hat, bekommt man dafür im Sommer. Reykjavik feiert gerade den Nationaltag. Eine Art isländischer Karneval. Jeder scheint draußen zu sein. Trotz Regen, 5 Grad Celsius und bitterkaltem, schneidendem Wind. Und das am 17. Juni. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt hier in der Hauptstadt. 160.000 Isländer. Einer davon ist Paul Oskar, ein Superstar für die Inselbewohner. Seine Zuschauer erklären, warum sie so glücklich sind. Das Wetter macht uns glücklich und die Familie. Die Isländer sind fröhlich, aber auch schwermütig. Vielleicht, weil sie den ganzen langen Winter über in ihrer Wohnung eingesperrt sind. Wenn es dann mal schönes Wetter gibt, bricht das Glück aus. Diese Menschen sind ganz sicher gerade glücklich. Kaum angekommen ist Veenhoven schon von seinen deutlich angeheiterten Forschungssubjekten umringt. Was um Himmels Willen macht sie glücklicher als den Rest der Welt? Paul Oskar, berühmt geworden als Vertreter seines Landes beim Grand Prix d'Eurovision, nennt sich selbst The Happy Gay Popstar. Im Gegensatz zu der soziologischen Untersuchung ist sein Urteil über die Isländer eher polemischer Natur. Als ich zuerst von der Studie hörte, habe ich gedacht, was? Ausgerechnet wir? Ich glaube, die Mehrheit hat gelogen, als man sie fragte. Ich sage Ihnen, 90% der Isländer sind laufende und sprechende Fleischklopse. Sie sind ein Haufen Hinterwäldler mit Kreditkarten. Die meisten von uns schimpfen auf das schlechte Wetter, auf die niedrigen Löhne, behaupten, dass Island nicht wert sei, hier zu leben. Und dann gehen sie ins Ausland. Aber alle kommen wieder zurück, um hier zu sterben. Auch die Schriftstellerin Steinunn Sigurdardóttir weigert sich, die Insel mit dem ewig beißend kalten Wind als Paradies zu sehen. Für sie ist das Schönste hier der Flughafen, um dem Land zu entfliehen. Ich habe gehört, dass die jungen Isländer in der Statistik der Selbstmorde weit vorn liegen. Auch unsere Probleme mit dem Alkohol sind bekannt. Oder dass in Island mehr Mittel gegen Depressionen verschrieben werden als in allen anderen skandinavischen Ländern. Deswegen verstehe ich das Ergebnis nicht. Vielleicht sollte man eher das Unglücklichsein messen. Wobei ich nicht sagen will, dass meine Landsleute die Unwahrheit sagten, als sie sich als glücklich bezeichneten. Ich glaube vielmehr, das Kennzeichen der Isländer ist, die Dinge zu sehen, wie sie nicht sind. Ruth Veenhovens Zahlen sind anders. Isländer seien zwar starke Gelegenheitstrinker, aber insgesamt werde in Island nur etwa ein Drittel so viel Alkohol konsumiert wie zum Beispiel in Deutschland. Und die Suizidrate liege weit hinter Ländern wie Frankreich, Deutschland oder den USA. Ein erklärter Fan der Insel ist Islands Starfotograf Sigur Geir Sigurjonsson. Seine Landschaftsfotos sind weltbekannt. Er kennt hier jeden Winkel und das zu jeder Jahreszeit. Und als Augenmensch hat er keine Zweifel. Die wilde Schönheit der Natur macht die Isländer so glücklich. Doch der Happiness-Forscher Veenhoven sieht das ganz anders. Auch in Bulgarien oder im Iran zum Beispiel gäbe es wunderbar schöne Natur. Und trotzdem seien die Menschen dort so viel unglücklicher. Also Sie sind der kuriose Professor aus Holland, der etwas über die glücklichen Isländer wissen will. Ja, deswegen bin ich hier. Der Fotograf und die Übersetzerin Anna-Maria Sigurjonsdottir wollen dem Soziologen einen Eindruck geben von der Einmaligkeit der Natur und der Menschen. Ihre Reise führt sie von Reykjavik einmal rund um die ganze Insel.
Erwarten Sie bei uns glückliche Menschen, glückliche Gesichter, eine glückliche Atmosphäre? Im Moment ist es ja eher deprimierend. Ich habe mal in Kalifornien gelebt und das Wetter dort hat mich wirklich gelangweilt. Es war immer gleich. In Island ist das anders. Wie der Entertainer Bob Hope mal sagte, wenn dir das Wetter nicht gefällt, warte eine Minute. Wie in Schweden, Norwegen oder Finnland ist das Wetter auch in Island meist schlecht. Dem Glück der Menschen scheint das aber nichts anzuhaben. In Ruth Wenhofens Liste stehen die skandinavischen Länder nämlich ganz oben. Schönes Wetter ist für das Glück also gar nicht so wichtig. Was aber begründet dann das Glück? Ist es die Frische und Reinheit der rauen Insel? Die Abwesenheit menschlicher Bausünden? Die unverbrauchte Umwelt und die Nähe zur Natur? Diese Gründe nennt zumindest der Fotograf dafür, dass er glücklich sei in seinem Land. Das ist Dettifoss, der gewaltigste Wasserfall Islands. Dass wir so glücklich sind, muss doch auch mit dieser Natur zusammenhängen. Ein überraschendes Ergebnis meiner Forschungen ist, dass es wenig Bezug gibt zwischen der Schönheit eines Landes und dem Glück seiner Bewohner. Wirklich? Das glaube ich kaum. Es ist aber so, Glück liegt in den Dingen, die man nicht sieht. Es kommt von innen und von der Gesellschaft. Und die Menschen können an ziemlich hässlichen Plätzen glücklich sein. Das hat mich selbst erstaunt. Das Glück der Menschen liegt also in den Dingen, die man nicht sieht. Für einen Fotografen ist das schwer zu akzeptieren. Wenhofens Glücksstudien jedenfalls bestätigen nicht das idyllische Bild vom scheinbar unverfälschten Leben, das wir so oft für Glück halten. Ein Bild, wie es sich auch in dieser Räucherhütte eines Fischers am Mühwattensee zeigt. Die Hütte besteht noch aus Stein, Lehm und Holz, wie vor 100 Jahren. Es ist jener Typ von Idylle, der auch in Island immer mehr verschwindet. Doch das, sagt Wenhofen, ist nicht notwendigerweise ein Unglück. Im Städtchen Húsavík, ganz im Norden des Landes, will Wenhofen den Alltag der Isländer kennenlernen. Hier arbeiten viele Menschen sehr hart. Manche von ihnen stehen am Fließband. In der größten Krabbenfabrik am Ort stellt die Übersetzerin Anna-Maria Sigurjonsdottir für Wenhofen Fragen an die Arbeiterinnen. Würden Sie gern mal woanders arbeiten? Ja, ich hätte auch viele Möglichkeiten. Aber hier bekommt man das meiste Geld. Und die Leute sind einfach nett. Wir verstehen uns total gut und lachen die ganze Zeit. Es ist wirklich schwer, ernst zu bleiben. Haben Sie nie überlegt, mal wegzugehen? Nein, meine ganze Familie ist ja hier. Und es ist gut, in der Nähe der Familie zu leben. Was gefällt Ihnen besser, das traditionelle ländliche Island oder das städtische Moderne? Nun, ich mag diese paradiesischen Bilder. Aber überraschend für mich war zu sehen, dass nicht wenige Leute in den Städten glücklicher sind als auf dem Land. In der modernen Stadt hat man mehr Möglichkeiten. Wer nicht in der Fischfabrik bleiben will, kann wechseln. In einer traditionellen Gesellschaft ist man Bauer und bleibt es ein Leben lang. Deshalb ziehen immer mehr Leute in die Stadt, überall auf der Welt. Der Vatnar Jökull, eine 74-jährige Witwe, lebt inmitten dieser gigantischen Landschaft von Europas größtem Gletscher. Ganz allein. Der nächste Nachbar ist viele Kilometer entfernt, weit und breit kein Laden. Ein Leben scheinbar mit einem Mangel an sozialen Beziehungen. Und ich war hier allein über 2 Winter.
Nachdem mein Mann gestorben war, wollte ich nicht wegziehen. Die letzten Jahre war ich ganz alleine hier, auch den Winter über, sogar zu Weihnachten. Aber ich lese viel, mache Handarbeiten und male. Eigentlich bin ich nie einsam. Jeden Tag gehe ich eine Stunde spazieren. Nein, ich hatte nie das Gefühl, dass es mir schlecht geht. Ich bin auch viel im Ausland herumgereist. Deshalb könnte ich schon glauben, dass wir Isländer am glücklichsten sind. Wir hatten früher so schlechte Zeiten, noch bis vor 50 Jahren. Alles ist so viel besser geworden, dass es einfach wahr sein muss. Nur an wenigen Wochen im Jahr bringen Sommergäste etwas Abwechslung in den Alltag der Frau. Viele Isländer leben so auf ihren einsamen Höfen. Wenn ihre Kinder und Enkel sie besuchen und allgemein eine ausgelassene Stimmung herrscht, in solchen Momenten stellt sich bei Gudveig Bjarnarsdóttir schon einmal Traurigkeit ein. Dann vermisst sie ihren verstorbenen Mann. Würde sich die alte Frau trotzdem als glücklich bezeichnen? Mir geht es sehr gut. Ich bin glücklich und zufrieden, habe Spaß am Leben. Wenn ich in Reykjavik bin, gehe ich ins Theater oder in Restaurants mit meinen Kindern. Ich denke oft, es ist kaum zu glauben, dass ich mich so wohl fühle. Auch als alleinstehender Mensch ist man in Island im Alter nicht allein. Die Nachbarschaft, soweit sie auch entfernt ist, funktioniert. Die Familie hält zusammen und man beschäftigt sich an den langen Wintertagen. Glauben Sie, sie ist wirklich glücklich? Ja, sie ist allein, aber nicht einsam. Ja, das passt zum Ergebnis meiner Studien. Dass nämlich die aktiven, älteren Menschen ihr Leben am meisten genießen. Und niemand steht der Frau im Weg. Sie kann tun, was sie will. Selbstbestimmung, Gleichheit, Toleranz. Werte, die es in Ansätzen bereits in der alten Wikingerkultur Islands gab. Sie wurden über die Jahrhunderte hinweg hochgehalten und nehmen auch in der heutigen Gesellschaft Islands einen großen Stellenwert ein. Der Einfluss der Vorfahren ist also auch heute noch spürbar. Während fundamentale Werte geblieben sind, verändert sich das Gesicht der Vulkaninsel alle Jahrzehnte dramatisch. Und auch die Gesellschaft unterliegt einem permanenten Wandel. Doch das, sagt Veenhoven, mache die Menschen nicht unglücklicher. Seine Forschungen haben gezeigt, überall dort, wo die moderne Gesellschaft die traditionelle Gemeinschaft abgelöst hat, bezeichnen sich die Menschen als besonders glücklich. Auch die isländische Gesellschaft zeigt seit dem Zweiten Weltkrieg eine starke Modernisierung. Individualität, gesellschaftlicher Wohlstand, Erziehung, Sicherheit sind neue Werte, die zählen. So wie die Vulkanausbrüche hier nicht mehr als echte Bedrohung empfunden werden, so ist auch der moderne Lebensstil längst akzeptierte Normalität. Island ist keine Insel am Ende der Welt. Es ist Teil der westlichen Zivilisation und doch mit einem ganz unverwechselbaren, einmaligen Gesicht. Ein Künstler und Freund des Fotografen hat sich in diese Einöde zurückgezogen. Kein einziger Baum stand hier. Mehr als 20.000 hat der Maler seither gepflanzt. Es ist isländische Tradition, die Natur als ein Lebewesen zu sehen. Ich bin ein Teil der Natur, gehöre zu ihr. Gunnar Örn kennt das Unglück und die Tiefen des Lebens. In seinen Bildern kann man das sehen. Die ganze Geschichte eines Menschen steckt in diesem Bild. Die Weichheit und die Härte, der Regen, das menschliche Leid, alle Farben des Lebens. Das ist großartig. Ich bin hergekommen, um das Glück zu sehen, und du zeigst uns Depression. Nun, vielleicht muss man Depressionen erleben, um zu wissen, was Glück ist.
Nur Herausforderungen und Schwierigkeiten lassen unsere Persönlichkeit wachsen und uns schließlich eine glückliche Bilanz unseres Lebens ziehen, meint der Maler. Trotz internationaler Erfolge, Ausstellungen in New York und Paris, hatte er sich früher mit Alkohol fast selbst zerstört. Momente, in denen es für ihn kein Glück mehr gab. Ich nenne mein Leben Sieg in der Niederlage. Heute weiß ich, wo das Glück liegt. In einem alltäglichen, normalen und anständigen Leben. Ich denke, der Mensch ist gar nicht dafür gemacht, im Paradies zu leben. Wenn ich in Südfrankreich bin, wo alles gedeiht und die Sonne Woche um Woche scheint, das gefällt mir nicht so sehr. Man muss dort nicht kämpfen. Hier muss ich jeden Morgen kämpfen, um überhaupt aufzustehen, wenn der Wind wochenlang so bläst wie heute. Auch das passt zu meinen Fakten. Die Menschen in Frankreich oder Griechenland sind nicht so glücklich wie die Isländer. So viele Instanzen prägen unsere Auffassungen vom Glück. Philosophen, Schriftsteller und natürlich der christliche Glaube, in dem der Maler keine Zuflucht mehr fand. Die Kirche sagt gerne, dass das echte Glück im Leben erst im Jenseits kommt. Im Leben sind wir zum Unglück verdammt und können dem Schicksal nicht entfliehen. Es gibt auch Wissenschaftler, die so denken. Sie sagen, Glück oder Unglück gehöre zum Charakter der Person oder gar eines Volkes. Selbst wenn man die Gesellschaft verbessere, blieben diese Menschen oder Völker unglücklich. Nach unseren Untersuchungen ist das aber nicht so. Gunnar Örn ist ein Beispiel dafür, dass Glück kein Charakterzug ist. Er kannte sehr schlechte Zeiten, war depressiv und Alkoholiker. Das hat er geändert. Jetzt ist er glücklicher als damals. Also, man kann sein persönliches Glück steigern. Zurück in die Hauptstadt, Zentrum der urbanen Vielfalt, wo dennoch jeder jeden kennt, wo ein familiäres Miteinander möglich bleibt. In Reykjaviks Künstlerkneipe allerdings werden Veenhovens Forschungen sarkastisch kommentiert. Oh, vielleicht liegt es ja an der hohen Selbstmordrate, dass wir hier in Island alle so glücklich sind. Wir sterben doch alle vor Glück. Es gibt schon ein Körnchen Wahrheit in dieser Untersuchung. Ich finde die Isländer das unterhaltsamste Völkchen der Welt. Ich vermisse sie immer, wenn ich im Ausland bin. Vielleicht, weil Island selbst so ein spaßiges Land ist. Immer im Umbruch. Alle 5 Jahre kommt ein neuer Berg raus und dann muss wieder ein Name dafür gefunden werden. Dieses Land ist eigentlich unerträglich. Aber es ist so. Und wir wollen es nicht anders. Nein. Es ist nicht die Karibik mit ihren weißen Stränden und wogenden Palmen, wo die Menschen am glücklichsten sind. Es ist hier, in dieser Landschaft, die aussieht wie die Welt nach einer atomaren Katastrophe. Ich hatte ja auch nicht erwartet, dass sich Island als glücklichstes Land erweisen würde. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das Land alles hat, was auch die Niederländer, Schweden, Schweizer glücklich macht. Es ist reich, frei, sicher und die Menschen sind gut ausgebildet. Und das sind die großen 4 Faktoren, die dafür sorgen, dass die Menschen in einem Land glücklich sind. Zurück in Holland, wo die Menschen im Durchschnitt 61 glückliche Jahre verbringen, nur 1 weniger als die Isländer. Der durchschnittliche Erdenbürger durchlebt dagegen nur etwa halb so viel glückliche Zeit. Gerade mal 30 bis 40 Jahre. Veenhoven begreift diese Zahl als einen Auftrag an die Politik. Wir haben gesehen, dass in freien, blühenden, sicheren Gesellschaften die glücklicheren Menschen leben. Und das kann man organisieren, in der Politik. Wo die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, lässt es sich glücklicher leben.
Die Menschen haben mehr Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten, sind weniger Existenzängsten ausgesetzt. Wichtige Voraussetzungen für das individuelle Glück. Ich denke, dass Politiker die Aufgabe haben, die Menschen glücklich zu machen. Es gibt natürlich noch andere Dinge als Wohlstand und soziale Gerechtigkeit, zum Beispiel den Schutz der Natur. Aber die Politik soll eine Gesellschaft ermöglichen, in der die Menschen glücklich sein können. Ich bin überzeugt, dass großes Glück für viele möglich ist, für die Menschheit möglich ist. Schauen Sie mich an. Ich bin einer von denen, die das Leben genießen. Größtmögliches Glück noch in diesem Leben zu erreichen, dieser Wunsch treibt uns alle voran. Aber die Schriftstellerin Steinunn Sigurðardóttir mag nicht daran glauben, dass wir dieses Ziel so einfach erreichen können. Das Wort Glück verstehe ich sowieso nicht recht, es sei denn, dass man von Augenblicken spricht. Und dann vollzieht sich all unser Glücksstreben im Schatten des Todes, der das Leben tragisch beendet. Einer der Gründe, warum man das Glück nicht erreichen kann, ist doch, dass der Abstand zwischen dem, was ist, und dem, was man möchte, so unendlich groß ist. Deswegen ist das Leben tragisch. Vielleicht ist der Abstand am geringsten in der Poesie, weil sie die Brücke ist zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist.